Hab ich immer noch. Moin, Männers! So. 5 Nägel hatte ich. Und was haben wir denn hier? Mengenelemente, Wirkung, bla bla bla. Geistige Gesundheit. Ich kann euch mit dem Messer abwerfen. Wurm. Danke. Verschlechtert geistige Gesundheit. Bekannte Behandlungsmethode. Wurm mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen. Schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Egal. Meine geistige Gesundheit leidet jetzt auch. Das ist schön, ne? So, wir haben hier. Also Leute, ich brauche eine Knochen- oder Fischnadel. Also ich hatte ein Knochenmesser. Na, ich brauche eine Knochennadel. Ich habe auch noch einen Knochen im Inventar. Was ist da ein Knochengestell? Kannst du, wenn du da Rechtsklick sammeln drauf machst auf den Knochen, kriegst du dann eventuell eine Knochennadel? Ich such gerade den Knochen. Ey, wir können auch ein Palmbett machen aus Palmblättern. Was können wir aus Palmblättern machen? Ein Palmbett. Achso, ich dachte ein Palmblatt aus Palmblätter. Wolltet ihr nicht jetzt mal zum Camp kommen? Ja, warte, da hinten. Jo. Schulle, die Sachen kannst du teilweise erwarten. Du nimmst sie jetzt und ich komme dann einfach gleich mit. Was nehme ich? Warte mal, ich mach das jetzt einmal. Alter, warum beschwert ihr euch da hinten? Ich habe die ganze Zeit nur so Shit! Weil seine Waffe kaputt ist. Willst du die großen mitnehmen, dann nehme ich die langen mit. Ich habe hier jetzt 2 Holzscheite gerade. Mehr ist hier, glaube ich. Oh, ein großer Stein. Doch, gut. Die großen, den kann noch, ich nicht. Nee, wenn du Sachen in der Hand hast, kannst du nichts anderes aufnehmen. Ah, deshalb, hier ist gerade, Moment, hier war noch ein Stock. Der kommt ja auf den Rucksack. Und ich nehme hier die langen Stöcke noch mit. Dann nehme ich hier die beiden Holzscheite. Ah, ich kann keine Stöcke mehr mitnehmen, ich bin voll. So. Ich habe hier meine beiden Holzscheite. Gerade. Was machen wir jetzt mit dem Feuer, was wir hier anfangen wollten? Ja, ohne Fasern oder irgendwas. Kannst du dich ja auch noch mitnehmen? Unbekannte Kräuter, oho. Oh, Moment. Holzscheit, 3, ja. Aber ich muss mal, oh shit. Kurz auf meine Uhr, oh Gott, wie kam ich nochmal an die Uhr? Was passiert denn da jetzt? F, nee. Doch, F. Ah. Ja, okay, unten rechts, okay, das ist Wasser. Ich brauche langsam Wasser. So, Schule, jetzt haben wir nur noch, nee, doch, wir haben zum Glück noch 3. Hey, doch, 4, okay. Sorry, ich hab drauf geguckt. So, also ich hab 3. Meint ihr, so grün leuchtende Sachen sind gesund? Bestimmt. Immer. Das sind grün leuchtende Pilze. Ich glaube, die sind gesund. Ja, ich wollte gerade sagen, grün und leuchtend, ne? Dem Hulk hat's auch nicht geschadet. Also. Giftgrün ist, glaube ich, immer gesund und gut. Hört sich schon so an, ja? Toll. Folgt mir. Mein scheiß Wurm. Das habe ich schon alles erreicht. Geistige Gesundheit. Voll ätzend. Also mir geht's super, ich habe aber noch nichts gegessen. Ah, ich habe 2 Schnecken gegessen, aber das war nicht so die Erfüllung, ehrlich gesagt. Also mir geht's tendenziell schlechter. Also ich sag mal so, das hier ist doch garantiert irgendwas so nach dem Motto Haut ab. Wo ich gerade vorstehe. Weiß ich nicht, also hier ist ja... Also ich glaube, so ein aufgespießtes Tierskelett weist darauf hin, Haut ab. Ach was. Das kann vielleicht sein. Ich werfe die Sachen jetzt einfach hin, Schulle. Mit Kuchen, ich glaube nicht. Das ist jetzt unser Camp. Oh, Moment, was ist das hier? Moment. Hier gibt es eine schöne Hängematte. Ist das hier quasi zum Räuchern, oder was ist das hier? Dinge. Zum Trocknen. Das ist ein Trockenstand. Ich wollte gerade sagen, kann man hier vielleicht die Blätter trocknen, die ich habe? Oh, das wäre natürlich cool. Ich kann sie zumindest drauflegen. Ja, dann mach das. Dann klingt doch, warte, ich hab ja auch noch irgendwas. Mal gucken, also 3 lege ich mal drauf, 3 behalte ich sicherheitshalber mal im Rucksack, falls das doch nicht ganz so klappt, weil es vielleicht auch regnet. Kacke. kleiner Blätterhaufen. Na, mal gucken. Du dehydrierst langsam. Das ist ja doll. Du kannst den Blätterhaufen essen. Ja, aber ich hab's noch nicht probiert, weil ich weiß nicht, was da passiert. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. So, Holzscheit, was kann man damit machen? Sammeln, was passiert dann? Was kriegen wir? Unbekannte Blume. Oh, jede Menge Stöcke und ein Feuerbrett. Ja, geil. Oh, schön. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Geil. Was hast du denn gegessen? Schön, erstmal eine unbekannte Blume. Warte mal, die sieht. Ah, es ist immer gut. Aus wie, weiß ich nicht, beigelich rosa mit oben so eine Art Öffnung. Feuerbrett, Stöcke, kleine Stöcke. Ah, ja. Okay. Also ich bräuchte jetzt langsam auch ein bisschen Wasser. Eine Nuss kann auch bestimmt nicht schädlich sein. Genau, eine Nuss macht fett. Im Zweifelsfall nicht. Handbohrer, okay. Und erstmal wieder übergeben.
Ich glaube, ich sollte nichts essen, während ich Lebensmittelvergiftung habe. Ist nur so eine Idee. Na, Quatsch. Ich lege mich jetzt selbst mal hin, weil ich glaube, meine Energie ist ganz schön am Boden. Ich habe Kohle. Kleiner Blätterhaufen. Oh, die lag hier. Krass. Irre. Irre. Zünd den Knaller. Verrückt. Zünd den Knaller. Das sammeln wir auch. Oh. Hier liegt noch ein Feuerbrett, falls einer will. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Nee. Feuerbrett? Was ist denn ein Feuerbrett? Nein. Und damit kannst du so einen Handbohrer machen. Also ein Feuerbrett und so ein kleiner Stock sind ein Handbohrer. Okay. Zum Feuer machen, ne? Aber ohne Zunder ist halt, ja. Guys, ich brauche Wasser. Ja, ich auch. Wo sind denn Kokosnüsse? Wann wird's denn hier mal hell? Was soll denn das? Ihr werdet uns ja alle hinlegen können, aber ihr wolltet ja nicht. Nee, ich lag jetzt gerade. Das hätte ja bringt... Zeit. Ich nehme jetzt mal was von dem dreckigen Wasser. Jetzt habe ich Parasiten. Ah, geil! 2 Stück. Kleiner Blätterhaufen. Ah, warte mal. Herstellen, nehmen, essen, zerstören. Nee, wieder ist noch. Ist zufällig? Proteine, geistige Gesundheit in das 5. Ja, schön. Ich glaube, dir geht's nicht gerade so ganz gut. Das waren die Dings hier, die ich gegessen habe. Die Larve. Ah. Die mag gar nicht. Ah. So. Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen, ne? Die Exkremente sind auch nicht so das Gelbe vom Ei. Was macht eine Banane? Gibt Kohlenhydrate. Ja, geil. Also wir können auch... Ey, ich glaube, das hier ist... Das ist das nicht. Wie dunkel das hier ist. Was ist jetzt? Hast du die Pilze schon ausprobiert jetzt? Ich will's nicht. Oh, jetzt sind sie nicht mehr leuchtend grün. Blut erforderlich. Wenn du näher rangehst... Alter, ich sehe gar nichts. Ich nehme mal einen Pilz. Ja, da wird's doch langsam hell jetzt, oder nicht? Wie lange dauert denn das hier? Alter, Pilze machen, geben dir Energie. Diese Pilze, diese grünen. Aha. Wir machen leider keine Parasiten weg. Ja, ich habe ja auch unbekannter Pilz. Es hilft ja nichts. Essen. Also ich habe ganz viele Seile. Oh, 5 Kohlenhydrate. Also diese kleinen orangenen Pilze, die sind schon mal gut. Die geben Kohlenhydrate. Das ist gut. Ja genau, das hatte ich glaube ich auch hier. Wichtig. Oh, dann habe ich hier noch kleine gelbe Pilze. Oha, wie geil das aussieht, wenn die Sonne hinten aufgeht. Die machen nämlich... Ich sehe leider, also ich find's grad nicht so cool. Die machen sogar noch mehr. 5 Kohlenhydrate Wasser und 2 Energie. Geil. Welche? Die kleinen gelben Pilze. Oh, nett. Du brauchtest Wasser, ne, Schulle? Oh ja, aber unbedingt. So, Moment. Wie habe ich jetzt... Wie kann ich denn hier jetzt die Klinge... Wo ist meine Steinklinge? Ah, okay, wir lassen den mal. Hier ist ein Pfeilgiftfrosch, den will ich nicht anfassen. Ach, Alter, wo ist meine Steinklinge? Habe ich die in der Hand? Nee. Fuck, ist die kaputt? Ich hab irgendwelche Leichen. Dann, ja. Muss da irgendeiner mal draufhauen mit einer Steinklinge. Oder ich glaube, mit der Hand geht das nicht, ne? Nee. Ich hab schon wieder Egel. Ah, ich auch. Hier ist mal das der Weg, weg, Wie oft musst du denn draufhauen? 3 Mal, okay. So. Warte. Trinken. Bleibt die... Moment. Nehmen. Die ist leer. Kannst du die fürs Wasser auffangen nehmen? Das überlege ich gerade. Kann man die irgendwie teilen quasi? Sammeln? Ja, du kannst draufhauen wieder, glaube ich. Was passiert bei Sammeln? Dann kriege ich... Oh, geil. 2 halbe Kokosnüsse mit Fruchtfleisch. Oh, muss auch noch essen. So, einmal essen sind 5 Kohlenhydrate und 10 Fett. Ja, geil. Er hat ja gerade gerufen. Irgendwer von euch hat gerade irgendwas gesagt. Entschuldigung. Oh, danach ist... Ach nee, dann habe ich eine leere Kokosnuss. Scheiße. Lebensmittelvergiftung. Ja, hast du das? Was hast du gemacht? Nice. Ich hab eine unbekannte Blume gegessen. Schön, das hatte ich auch. Du übergibst dich jetzt. Und du kannst so lange nicht essen, ist mir aufgefallen. Es gibt irgendwas, was man essen kann. Wahrscheinlich unbekannte Kräuter. Marc, kannst du... Nee, du hast keine Glut. Nee, das ist ja Scheiße, Mist. Jetzt habe ich 5 Lebensmittelvergiftung. Ja, und ich habe Würmer und Egel. Was willst du eigentlich? 5 Lebensmittelvergiftung hast du? Ich werde es nicht, glaube ich, nicht überleben. Was? Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich sterben. Kein Platz mehr im Rucksack, verdammt. Auch Steine. Jedes Mal, wenn ich jetzt was esse, wird es bestimmt schlimmer, oder? Oder Fasern. Ja, ich würde erstmal nichts essen, bis das Zeug weg ist, Marc. Ja, das schaffe ich nicht. Bis dahin bin ich tot. Oh nein, die Blätterhaufen waren fast trocken. So ärgerlich. Ja?
Nice. Ach, stimmt, da ist ja so eine Fortschrittsansage quasi drüber. Ach, lol. Aber das geht so gerade nicht weiter. Ey, scheiße, ich hätte einfach warten sollen. Dann hätte ich nur vier Lebensmittelvergiftung, ein Leben so, Lebensmittelvergiftung gehabt. Scheiße. Man kann doch hier jetzt... Alter, hier sind Bananen. Haben wir hier mehr Palmen oder mehr Bananen? Also hier hinter der Siedlung sind keine Ahnung, zwölf... Leute, da kommen... Leute! Wo da denn? Sind welche! Hört ihr die nicht? Es kann auch sein, dass du im Zweifelsfall einfach durchdrehst, weil geistige Gesundheit runtergeht. Ja, aber ich sehe da hinten auch einen. Das ist nicht gut. Jetzt hör ich ihn auch. Ja, das ist ja der Gumbo. Wo ist meine Waffe? Wieso hast du eine Waffe? Ich habe Fäuste. Ich will es ja nicht versuchen. Ich habe momentan nicht so viel Leben jetzt. Ich stech ihn ab, Junge. Ich glaube, der backt ein bisschen. Der läuft die ganze Zeit gegen den Baum. Das stört mich. Soll er mal machen. Kann er ruhig. Mit dem Baum kann er kuscheln, ey. Das ist mir egal. Ich habe ein trockenes Blatt. Hä? Reicht dir das, ein trockenes Blatt für Feuer? Oha. Theoretisch ja, aber jetzt ist es soweit. Ich höre Stimmen. Und das war nicht der Kerl da vorne. Vielleicht waren wir das? Nee, das wart ihr nicht. Das war so ungefähr wie bei hier, wie heißt es? Hellblade, Senua Sacrifice. Okay. So, wo war hier trockenes Blatt? Ich kann es nicht überleben. Oder nee, beziehungsweise. Ich habe Tage gehabt, aber ich konnte es nicht. Also, ich konnte. Warte mal. Oder kannst du eventuell, wenn ich hier mein Dingens aufbaue, kannst du was drauflegen? Hör mal auf. Kannst du jetzt was drauflegen hier auf mein Dingens? Auf deinen Schule. Stein meinst du? Schule redet. Hier auf meinen Brettbohrer hier. Nee, da kann ich. Also, ich sehe ja nichts, kein Brettbohrer. Hier. Ah, shit. Da. Ich leg dir das einfach mal hier vorne auf die eine Markise. Hier bei mir. Wo? Trockenes Blatt. Ups. Trockenes Blatt. So, her? Nehmen wir mal. Weiß ich nicht. Das war auf einmal in meinem Inventar. So, hier ist das Feuer. Alles klar, dann versuche ich doch mal benutzen. Trockenes Blatt. Oh ja. Das sieht doch schon... Ja. Oh ne, ein Feuerbrett brauchte ich jetzt eigentlich nicht. Anzünden. Boah, ich habe Feuer gemacht. Uga. Nice. Geil. Ja, Feuer. Sehr schön. Was braucht man denn dafür noch? So, das brennt jetzt keine Ahnung wie lange. Rahmen, Baum, Holzscheit, langer Stock. Ich, Käfigfalle? Ich hoffe, dass ich hier nochmal einen Baum fallen könnte. Käfigfalle? Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Alter, was ist denn hier alles? Ich hab jetzt auch ein trockenes Blatt. Kleines Feuer, Steinring, Trockengestell. Ah, okay, das ist das. Vielleicht können wir da Essen braten oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht Sachen, die wir sonst nicht essen. Wahrscheinlich. Können. Ah, der Baum kommt. Steinfalle, Käfigfalle. Damit können wir doch bestimmt Tiere fangen. Dafür das braucht man... Was. Oh Gott. Ich setz mal irgendwie, weiß ich nicht. Ups. Alter, jetzt leckt's. Scheiße, I need to drink. Oh oh. Oh Gott, die Stimmen werden lauter. Es hat auch vorhin geregnet, oder täuscht mich das? Ja. Die Kokosnussschale. Hast du die Kokosnussschale nicht? Ist die jetzt voll mit Wasser? Ah, shit, nee, die ist im Rucksack. Ärgerlich. Das ist richtig. So. Ja, hier kann ich nichts drauf. Ist etwas Fetthaltiges wie Nüsse. Oh, mir geht's gerade richtig dreckig. Was passiert mich, wenn ich jetzt einfach was esse? Kommt drauf an, was? Okay, es macht's nicht schlimmer. Kann ja mal die Kokosnüsse hier irgendwie an den... Oh geil, ja. Nähe zum Feuer, geistige Gesundheit plus 2. Ehre. Oh, da muss ich da auch hin. Beim Feuer? Ja. Hey, Kokosnussschale bleibt hier. Echt nicht viel Leben. Oder was hat also, denn schon wieder? Ich reste jetzt einfach mal. Was heißt nochmal das Magen, dass ich Parasiten habe? Ne? Das Magensymbol, oder? Das kann sein, ja. So, ich habe hier mal 2 Kokosnussschalen hingelegt. Ich bin übrigens so gut wie tot. Aber meine Lebensmittelvergiftung ist jetzt weg. Hat jemand schon, ich glaube, das sind, was ist das, Proteine? Nee, was ist dieses Rote? Ja, genau. Rotes Protein. Habt ihr davon irgendwas, was da helfen könnte? Wer ist er denn? Seht ihr den hier auch am Feuer gerade? Nein. Okay. Ich werde nämlich gerade angegriffen und lieg auf dem Boden. Das sehe ich. Lol. Schule died.
Ja, da hat mich gerade so ein. Warum? Da hat mich gerade so ein Wilder angefallen. Hauptsache, Schulle stirbt und bei mir steht jetzt Gesundheit minus 20. Ja, richtig, das stand bei mir auch. Ja. Das so, wie respawn. Wo respawne ich denn, ist jetzt die große Frage. Ich hatte hier doch Kohle. Ich kann die Kohle hier drauflegen. Ah, dann brennt das Feuer wieder länger. Nice. Marc, hast du noch Steine? Oh fuck, ich bin ganz am Anfang, besessen. Ist denn mein... Dehydriere. Oh nee, und mein ganzes Inventar ist leer. Oh, scheiße. Fuck. Okay, jetzt bin geil, ich wieder wenn ich Bananen esse, dann regeneriere jetzt bin ich wieder am Fluss. Hier ist unser altes Lagerfeuer. Sauber. Ich kann nichts in meinem Inventar zerstören, das ist ärgerlich. So, hat jemand zufällig gesagt noch ein Steinchen? Oh. Habt ihr eigentlich von diesen Kokosnussschalen das Fleisch gegessen? Jo. Nee, habe ich nicht. So, wenn ich jetzt wüsste, wo unser Lager ist. Entschuldige, ich weiß, das habe ich gerade schon mal gefragt. Aber hast du zufällig irgendwo die Schnecke schon mal gegessen? Diese Apfelschnecke? Ja. Was macht schadet, du? Schadet nicht, hilft nicht viel und schmeckt nicht so geil. Unbekannte Frucht. Na, nehmen wir. Dann ich leg die Kokosnussschalen auf den Boden. Ne? Wenn es dann regnet, dann sammelt das, glaube ich, Wasser. Die macht aber Proteine. Und weil er sagt, er ist dann durstig, ist das finde ich nicht mehr so cool. Ja, ich bin dehydriert und brauche Fette. Ich brauche alles. Fuck! Das ist ja der Ameisenhaufen. Kacke. Der ist scheiße. Kann ich eigentlich einfach was hier auf den. Oh lol. Ich brate mir jetzt gerade ein schönes Krötenfleisch. Das ist cool. Scheiße, Mann, ich will. Soll ich das Risiko eingehen und unbekannte Pilze essen? Mach einfach. Immer. Oh, Bananen. Oh. Es gibt immer ein erstes Mal. Vielleicht auch ein letztes, aber. Also, ich weiß gerade nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, ich bin nicht bei euch in der Nähe, oder? Nee, eher nicht. Protein. Oh, was macht das? Das weiß ich nicht. Na toll, im Dschungel verlaufen. Fuck. Fakt ist, wir brauchen dringendst Wasser. Ich hoffe, es regnet gleich. Oh, es regnet, Ehre. Also bei mir regnet es gerade hier. Ja, bei mir auch. Jetzt regnet es hier, ja. Oh, bitte füllt euch, bitte. Warte, was hoffentlich füllen sich diese Kugeln. Nein, das Feuer ist ausgegangen. Ich habe jetzt so ein Totenkopfsymbol bei mir. Das ist schlecht. Das weiß ich. Und ein Temperatursymbol. Oh Gott, Leute, ich sterbe, glaube ich. Du hast Fieber. Also meine Kohlenhydrate sind richtig gut, aber alles andere ist irgendwie so ein bisschen mager. Verdammt, wo zum Geier seid ihr, ist die Frage. Scheiße, jetzt ist das Feuer aus und Mann, ich wollte eigentlich ein schönes Steak braten. Nix da Steak. Weil ich glaube, ich wurde gebissen. Von was? Weiß ich nicht, ich habe nichts gesehen. Also ich kann dir auf jeden Fall raten, ess ein paar von diesen Bananen. Ich sag euch tschüss. Ja. Dann sehen wir uns ja gleich. Das war schön. So. Bin ich eigentlich der Einzige, der hier den Spawnpunkt hat, weil ich hier im Dings geschlafen habe? Ich habe auch in der Matte geschlafen, also tendenziell habe ich den vielleicht auch da. Na toll. Oh, ich muss da noch auf Respawn drücken. Hi! Ja, Geist, das war jetzt ja. Und dein ganzes Inventar liegt hier. Mein Inventar? Ja, das liegt hier direkt vor dir. Ja, das ist. Dann nehme ich das doch. Sehr schön. Knochen. Und sein Inventar liegt ja auch hier rum. Das will ich nicht ausschließen. Unbekannter Pilz, ne? Du siehst nicht lecker aus, Keule. Wie ein Need to Rest. So ein Spinnennetz drunter, sieht zumindest so aus. Kokosnusspalmengrün, okay. Hey, einmal alles aufnehmen wieder. Ich hab's gleich. Ich muss das Feuer anmachen. Warte, ich kümmere mich jetzt erstmal ums Feuer, solange es aus ist. Solange es nicht regnet. Wir sollten die Kokosnuss woanders hinstellen, Marc. Ja, das hat mich irgendwie nicht so viel gebracht. Ja, du hast die unter ein Dach gestellt. Na, bei mir ist da kein Dach. Also zumindest nicht direkt da. Oh, was ist jetzt? Ah, da seid ihr ja wieder. Sehr schön. Okay, ja, also Feuer machen funktioniert nicht immer anscheinend. Das ist ärgerlich, weil wir haben ja ein bisschen mehr. Schulle, hast du jetzt schon irgendwie Steine oder sowas? Nö. Ich hab aber mit Mühe und Not eine Kokosnuss gefunden.
Das ist gut. Weil Wasser sauber, Wasser trinken. Ist unser Problem. Ey, wie geht denn das mit dem Feuer machen? Mit der Glut? Muss ich mich irgendwie bewegen oder sowas? Du musst die mit der Glut da dran gehen und dann E drücken. Nee, wie erzeuge ich diese Glut mit diesem Bohrer? Mit dem Handbohrer. Muss ich ja irgendwas drücken, wenn ich nicht aktiv mache? Du stellst den Handbohrer her, rüstest den aus, beziehungsweise benutzt den und musst dann trockene Blätter, Vogelnest oder Fasern hinzufügen. Und dann ist es eine gewisse Chance, dass er das schafft, oder was? Nö, dann macht er Glut. Nein, macht er nicht immer. Bei mir hat das jetzt zweimal verkackt. Deswegen frage ich ja. Komisch. Siehst du, der schafft das bei mir irgendwie nicht. Ich mach doch mal fuck nicht, und hört dann wieder auf. Toll, jetzt muss ich mir das mal wieder hinlegen. Ah! Der Vogel ist immer noch da. Der hässliche. Der Typ, der dich getötet hat? Nee, das war ein anderer. Der Kerl, der da gegen den Baum läuft. Ach so. Mach mal Feuer an, ich kann das nicht. Ich muss wo ist denn der Brettdingens hier? Der Brettbohrer. Das weiß ich nicht. Ich muss schon sagen, wir sind sehr vorbereitet. Kurz untersuchen hier, habe ich irgendwas? Ich habe momentan anscheinend keine Würmer, keine Parasiten, gar nichts. Geil. Das ist doch super, das hatte ich doch. Schon mal ein Fortschritt, würde ich sagen. Ja, ne? So sehe ich das denn doch. Wo habe ich den Stöcker und den Mist da? Dass es nicht schlecht geht, werde ich schon mal fast als Erfolg, würde ich kurz anmerken. So, Handbohrer herstellen. Und ich möchte anmerken, ich bin der Einzige, der noch nicht gestorben ist. Das kann man ändern. Du warst doch der Erste, der sich ins Bett gelegt hat. Und ich rede von einem Bett, von einer Hängematte. Hä? Der nicht im Dreck schlafen musste. Echt? Legt euch mal hin, ich will, dass Tag wird. Weißt du, da liegt er so schön in seiner Hängematte, freut sich da an Keks. Wir beide echt? Also er liegt da und Schulle liegt da am Dreck. Ich habe mich geweigert. So. Die Pflanzen will ich mitnehmen. Ich bin der Einzige, der das Spiel verstanden hat. Okay, ich brauche mehr trockene Blätter. Ich glaube, also hier ist ein Blatt, das du anschlagen könntest. Ich brauche Proteine. Ich esse jetzt einfach Maden, okay? Mach das. Trockenes Blätter drauf. Ach, Protein. Es schmeckt anscheinend scheiße, aber es soll helfen. Disgusting. Was sind denn jetzt die Stimmen? Oh nein, ich höre Stimmen. Oh, das kann auch geistige Gesundheit sein. So fing es bei mir auch an. Ja, die ist komplett hin, weil ich gerade so viel gegessen habe und das immer, so, immer richtig down ging gerade. Fuck, ich brauche kleine Stücke. Da habe ich, glaube ich, ein paar. Krieg ich die davon? Warte. Ah ja, die kriege ich davon. Alles klar. Sauber. Herstellen. So, das dahin und den nach da und das stellen wir her. So. Schade. Mhm. Ich schmeiß diese Schalen jetzt einfach mal hier so hin, ne? Mach so, das. Dann haben wir hier noch trockene Blätter. So. Jetzt komm. Ach, anders Ding. Ja, bitte. Siehst du, das klappt bei mir immer nicht. Ich muss das Fleisch hier drauflegen. Ich muss was Vernünftiges essen. Bevor's du musst Fleisch... einen Scheiß. Erstmal muss ich hier Feuer machen. Mach jetzt Feuer.